Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video und heute geht es mal darum, wie du dir in 6 einfachen Schritten ein passives Einkommen über das Internet aufbauen kannst. Und im ersten Schritt ist ganz einfach das Warum. Du brauchst ein starkes Warum, dass du auch bei Schwierigkeiten durchhältst. Die meisten oder viele Menschen haben einfach dieses starke Warum nicht, ja. Die wollen zwar irgendwas in ihrem Leben verbessern, ja, und denken, ach, es wäre zwar schön, mehr Kunden über das Internet zu gewinnen, am besten, wenn ich nichts dafür tun muss. Aber sobald die ersten Schwierigkeiten oder auftauchen oder nicht sofort die Ergebnisse da sind, die sie sich wünschen, sind sie schon wieder weg. Und wenn du aber dein Warum kennst, wenn du dich ganz bewusst dafür entschieden hast, warum du diesen Weg gehen willst und deine Gründe kennst, dann ist Scheitern keine Option. Ja, dann wirst du auch dann weitermachen, wenn die Ergebnisse nicht so sind. Dann wirst du dir überlegen, wie kannst du die Ergebnisse verbessern. Du wirst, wenn es Probleme oder Schwierigkeiten gibt, wirst du nicht aufs nächste Pferd springen und davonreiten, ja, sondern du wirst dranbleiben, du wirst weitermachen. Also deswegen ist ein Warum so, so, so wichtig. Der zweite Schritt ist, finde eine Nische. Such dir eine Nische, wo du ja, für die du brennst, ja, wo dein Interesse da ist, wo du täglich, ja, wo du nicht das Gefühl hast, dass es Arbeit ist. Und such dir aber auch eine Nische, die groß genug ist, damit sie auch dir die Höhe deines passiven Einkommens liefern kann. Wenn du in einer Nische drin bist, wo du total dafür brennst, wo es aber kaum einen Markt gibt, dann wird es halt einfach schwierig sein, dementsprechend großes passives Einkommen aufzubauen. Des Weiteren solltest du schauen, dass wenn du einmal Arbeit investierst, also zum Beispiel ein Produkt für deine Nische erstellst, dass du dann über einen langen Zeitraum ja von diesem Produkt profitierst. Wenn du, also es sollte nicht, du solltest nicht so viel Wartung dafür aufwenden müssen. Ja, also ich mache ein Beispiel. Ich habe mal die Idee gehabt, einen Videokurs über Facebook zu machen, Facebook Prospecting und solche Dinge, Kundengewinnung über Facebook. Und dann waren aber damals auch Updates und es waren Änderungen. Und das hat mich einfach dazu gebracht, das Ganze zu verwerfen, weil ich hatte keine Lust, ständig die Videos überarbeiten zu müssen, ja, oder auf einen neuen Stand bringen zu müssen. Und wenn du halt, ich sage jetzt mal, ein Produkt erstellst, wo du weißt, du kannst in den nächsten 5 bis 10 Jahren dich entspannt zurücklehnen und die Verkäufe weiterlaufen lassen, dann ist es natürlich schön, weil gerade wenn du ein höherpreisiges Produkt anbietest, dann muss das auch aktuell sein, ja. Es gibt ein paar Tipps so für gute Märkte, wo eigentlich sehr, sehr langlebig sind. Das ist eigentlich Geld verdienen, Geld investieren, alles was so mit Dating und Beziehung zu tun hat. Gesundheit ist ein wichtiges Thema. Oder wenn du ein spezielles Hobby hast, wo du ja den Markt oder die Nische auch einschätzen kannst, ist natürlich auch immer von Vorteil. Im dritten Schritt ist dann, du brauchst ein eigenes Produkt. Ja, du brauchst ein Produkt, was du verkaufen kannst. Und da gibt es jetzt dann eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder du erstellst ein eigenes Produkt, ein E-Book zum Beispiel oder ein Hörbuch. Oder du verkaufst, vermarktest, vermittelst die Produkte anderer. Und das ist eigentlich so die Lösung, wo ich einfach immer dazu tendiere. Auch wenn ich eigene Produkte habe, ist das trotzdem noch ein Lieblingsweg von mir. Aus dem ganz einfachen Grund, du brauchst keine Zeit investieren in die Produkterstellung, in die Produktentwicklung. Du weißt, dass das Produkt schon funktioniert, das Produkt ist da, du kannst dir die Verkaufsseiten angucken, du weißt, ob das alles passt, ja, wie du kannst mit dem Produzent sprechen, wie die Verkaufsraten sind. Also du hast quasi alle Vorarbeit schon geleistet und kannst dich dann quasi nur aufs Marketing konzentrieren. Das macht das Ganze natürlich ja so attraktiv und auch so interessant. Das Einzige, wo du dann halt immer drauf gucken solltest, ist, dass auch die Höhe der Provision dementsprechend angemessen ist, beziehungsweise so ist, dass du deine Ziele auch erreichen kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel ein E-Book verkaufst, wo du 30 Euro und du bekommst da 30% Provision, dann landen da eben 9 € Provision bei dir. Ja, und wenn du jetzt 900 € monatliches passives Einkommen mit diesem E-Book verdienen willst, dann musst du eben halt mal 100 Verkäufe im Monat für dieses E-Book haben. Und wenn dir das aber unrealistisch erscheint, ja, oder beziehungsweise wenn du halt anstatt 9 € Provision 24 € Provision für das E-Book bekommst, dann brauchst du halt nur noch 38 Verkäufe, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Also ich denke, du weißt, was ich meine. Und wenn du diese Punkte beachtest bei der Auswahl,
dann wirst du da ja dementsprechend auch deine Ziele auch verwirklichen können. Und ich habe dir unterhalb des Videos mal einen Link zu meiner Ressourcenseite gemacht. Da findest du einfach die Produkte beziehungsweise die ja die Produkte, die ich eben gern auch vermittle, für die ich brenne. Also vielleicht schaust du dich mal um und findest auch dort was Passendes für dich. Vierter Schritt ist, baue dir eine Liste mit Interessenten auf. Und weil alle Schritte, die du vorher gemacht hast, ja, also Schritt 1 bis 3, das bringt dir alles nichts, wenn du niemanden hast, an den du es verkaufen kannst. Und eine Liste ist halt ein Vorteil, weil du, wenn du mal angenommen, du hast eine Liste mit 10.000 Menschen, also du 10.000 Menschen sind in deinem Newsletter drin, dann kannst du halt eben 10.000 Menschen gezielt auf, natürlich werden die nicht alle dann immer auch die Seite auch tatsächlich besuchen, aber du kannst quasi Besucherströme direkt auf deine Angebote schicken. Und das ist natürlich ein Vorteil, wie wenn du 10.000 Besucher über Werbung dir kaufen musst. Okay, der fünfte Schritt, ganz wichtig, bilde dich weiter. Lerne alles, was du wissen musst, um dich persönlich weiterzuentwickeln und lerne alles, was du wissen musst, um in deinem Markt erfolgreich zu sein. Und eigentlich ist die Formel ganz einfach. Wenn du mehr weißt, kannst du mehr helfen und wenn du mehr helfen kannst, bist du attraktiver für andere. Ja? Wenn du die Wahl hast zwischen zwei Ärzten, der eine kennt sich mittelgut aus, der andere ist Experte auf seinem Gebiet, dann wirst du wahrscheinlich den Experten wählen, auch wenn der etwas teurer ist oder mehr für seine Leistung eben verlangt, wie der mittelmäßige Arzt. Und genauso ist es. Also bilde dich weiter, versuche regelmäßig dich weiterzuentwickeln, besuch Seminare, kauf dir Wissen ein in Form von Büchern, Hörbüchern. Also es gibt ja heutzutage so viele Möglichkeiten. Schau dir gute Filme bei YouTube an. Ja, das ist immer noch besser wie das Fernsehprogramm im Fernsehen. Und ja, und dort findest du sehr, sehr, sehr gute und hochqualifizierten oder hochqualitativen ja, Content. Und dann sechster Schritt. Sei unerschütterlich und geb nicht auf. Wie, ich will gar nicht wissen, also wenn ich schon dran denke, dann gehen mir so die Nackenhaare hier hoch. Ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen täglich scheitern oder so kurz vor ihrem Durchbruch stehen und dann aufhören und vielleicht was Neues beginnen, weil sie den Glauben daran verloren haben. Also, boah, allein der Gedanke, da gehen mir die Nackenhaare hoch. Ja, also bleib dran, wenn du ein klares Ziel hast, wenn du weißt, warum du etwas tust, halt durch. Glaub an dein Ziel, glaub an dich, glaub daran, dass du es verwirklichen kannst. Und wenn es noch nicht funktioniert, so wie du es gerade machst, dann such eben nach einem anderen Weg oder such einen Menschen, der dir bei der Umsetzung helfen kann. Ja, also wenn ich mit Menschen im Coaching zu tun habe, ja, dann ist es eigentlich weniger das Wissen, das kann man vermitteln, aber es geht an die Umsetzung, es geht um die Umsetzung. Da braucht man einfach mal jemanden, der zu einem sagt, okay, und jetzt mach das bis nächste Woche. Zieh es einfach durch. Und am Ende steht dann ein fertiges System, was dann auch funktioniert. Okay, ich hoffe, ich konnte dir jetzt einen guten Einblick geben und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Umsetzen mit den sechs Schritten. Wenn du noch Anregungen hast oder wenn du vielleicht noch was ergänzen möchtest, dann freue ich mich über deine Kommentare. Schreib ihn einfach unterhalb des Videos in die Kommentarfunktion. Lass uns austauschen. Ich freue mich auf die Diskussion. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg. Alles, alles Gute. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.